Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen. Wir machen heute eine Runde Bausimulator. Und ich bin nicht alleine unterwegs, weil ich kann das nicht gut. Ich habe mitgebracht den Tiberius, den ihr jetzt vielleicht schon kennt aus diversen Real-Life-Videos. Ich glaube, das gibt Chaos. Hallo Tiberius. Schön, dass du dabei bist. Hallo. Ja, er ist ja Spezialist für solche Spiele. Eigentlich gar nicht. Und ich bin mal gespannt, wie wir zusammen klarkommen. Wir haben jetzt eine neue Kampagne angefangen. Und zwar, Moment mal, ich muss da kurz mal gucken. Waldwegsbefestigung. Das ist in dieser Museumskampagne-Geschichte hier drin. Wo ist denn das? Ah, ich sehe, das ist gar nicht mehr. Egal, wir sollen das mit Harpe. Nee, ist gar nicht Harpe. Wie heißt der Typ hier? Museumsdirektor. Wir sprechen jetzt mit dem Kollegen, der erklärt uns, was wir zu tun haben. Wir haben. Wie heißt der Museumsdirektor? Hallo, Museumsdirektor, Herr Herr Museumsdirektor. Doktor Museumsdirektor, bitte. Ja, wir haben das passende Gerät schon ausgeliehen. Hier steht's. Das werden wir wohl brauchen. Wir sind bestens vorbereitet, wie immer. So, und jetzt soll er uns mal erklären, was zu tun ist. Sprechen Sie bitte. Dialogszene. Ja, natürlich. Ja. Auf geht's. Ah, hallo und herzlich willkommen im städtischen Waldgebiet, dem Der Bärengrund. Bärengrund. Ich bin übrigens Professor Dr. Schmidt Dr. und Schmidt! leite das historische Museum. Schön, dass du hierher gefunden hast. Oh, der ist lieb. Erst kürzlich wurden nämlich unweit dieses Weges historisch bedeutsame Funde beim alten Kloster Da gesichert. fahren wir drüber, Wenn ich okay? sie von dort wegbekommen Ja. kann ich sie im Museum untersuchen. Damit die schweren Baufahrzeuge im Gelände keine Probleme haben, halte ich es für sinnvoll, den vorhandenen Forstweg zu Oh, der befestigen. feine Akademiker schlägt dem Bauarbeiter was vor. Ja, der weiß das ja auch. So, jetzt Ja, hat er gut. sich wegteleportiert, weil den Rest machen wir. Okay, wir haben schon über die Aufgabenverteilung gesprochen. Wir müssen jetzt, wir gucken noch mal kurz rein. So, dieser Bums hier. Wir müssen Oberbodenabtrag machen, leisten. Das macht Tiberius mit der Flanierraupe, die schon hier steht. Und ich werde so lange den Kipper holen, um das Zeug dann da drauf zu laden. Und dann fahre ich das weg oder so. Wir haben übrigens gesagt, wir werden nicht großartig rumteleportieren. Wir fahren immer, wenn es sein muss. Beziehungsweise Wie fahre einmal ich vor? Q und. Ah, ja. Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Einmal mit Profis arbeiten. Hast du doch gesagt, Spezialisten, nicht Profis. Ja, das stimmt. Hier noch nicht, oder? Ich glaube, das ist erst da vorne, weil ich laufe vor. Oh. Ich glaube, wir müssen das erst da vorne Egal, machen. wir machen alles glatt. Hast du nicht gehört? Das sind bedeutsame Funde. Du sollst sie nicht Ja, wegbuddeln. nicht mehr, die sind drüben. Hier ist es. Hier fängt das erst an. Okay, er macht den Bodenabtrag und ich hole jetzt das Dings. So. Okay, da werde ich jetzt aber nicht hinlaufen. Da werde ich mich doch teleportieren. So, den besten Pritschenwagen der Welt hole ich jetzt. Wir haben übrigens schon den ein oder anderen Rotlichtverstoß gehabt. Mehrere Geschwindigkeitsverstöße jetzt gerade eben. Und was hattest du gerade? Du hast ein parkendes Auto weggerannt. Nein. Doch. Nein. Ich habe dafür Es bezahlt. gibt keine Zeugen. Doch. Ich habe den Zettel Nein. bekommen mit einem Wie Foto gesagt, drauf, wie du doof in die Kamera guckst. das liegt noch in noch zur Sichtung oder zur Prüfung bei dem Richter vor, ja? Ich sehe das etwas anders als die örtliche Sicherheit. Oh, das klingt so nach Reichsbürger irgendwie. Sehr schön. Du Systemling! Systemdrohne. So, der Weg ist schon eingezeichnet. Das ist ja ausgezeichnet. Wunderbar, dann fahren wir da rüber. Mal gucken, wie viele Rotlichtverstöße ich bekomme. Ich werde aufpassen. Ich werde natürlich absolut vorbildlich fahren. Aber ich zahle mit. Ich zähle mit. Ich zähle mit, wenn was passiert. Und jetzt pling, 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 pling. Ja, du kennst doch auch Demolition Man, oder? Ja. Ich muss an diesen Sound immer denken, an den Bezahlsound, der da immer auftritt. So, hier sind so viele Baustellen, das könnte echt Heidelberg sein. Oh, verdammt! Okay, der verklagt mich nicht. Es war der Husten. Geht. Er versucht sich hier gerade den Husten weg zu verdrücken Husten. irgendwie. Wie? Aha. Was? Wo war denn da ein Blitzer? Ich hab mich zu Tode erschreckt. Ey, das ist verkehrsgefährdend hier, einen so zu Ja, ich sag doch. erschrecken. Moderne Wegelagerei. Richtig. Ach, jetzt darf man bloß noch 30 fahren. Was ist das denn hier? Nummer 1, Verstoß Nummer 1. Das ist nicht mein Heidelberg, wie ich es kenne. Das ist eigentlich genau. Das stimmt, ja. Ja. Nur wissen wir, wo dort die Blitzer sind. Richtig, den kann man umgehen. Oh. Das ist einfach los hier. Oh nein. Ich sag bloß, jetzt hänge ich fest. Jetzt hänge ich fest! An einer Leitplanke!
Ich gehe kaputt, hier komme ich auch nie wieder weg. Okay, man kann sich, glaube ich, zurücksetzen. Dankeschön. Ach, das geht wirklich gut. Was macht die Pionierraupe? Klappt das? Die läuft, ja. 22% schon. Und wo machst du das jetzt hin? Du musst das alles auf einen Haufen machen, damit du das schön wegmachen kannst. Nö, ich schieb das nur weg eigentlich. Haha, okay. Wenn du fertig bist. Das, was ich am besten kann. Schieben. Gewalt einsetzen. Ist klar. Und hinterher kannst du die Gewalt einsetzen, um das alles auf einen Haufen zu kehren und dann da einzuladen hier. Ich bin ja schon unterwegs. Mit dem Kipper. Oh, jetzt bin ich auf der Schlossseite unterwegs. Aua. Nein! Hier steht sogar das Karlstor! Du kennst das Karlstor, oder? Ach, guck mal. Nein, natürlich kennt. Also bitte. Okay. Also bitte. Das ist ja der Hammer. Das haben die ja nachgebaut. Oh, das finde ich aber wirklich süß. So, ich habe ein Sammelstück bekommen. Ist ja der Hammer. Also echt. Noch ein bisschen. Ja, gut, wunderbar. Das kann ja was werden. Nicht sterben, okay? Warte mal. Ey, da kommt aber ein bisschen Bauarbeiter-Feeling drauf. Bitte nicht auf den Boden spucken jetzt. Wobei, mach es ja dann, ist ja dein Zimmer. Das war der Kippe anstecken, ja. Ich glaube, das schneide ich weg. Mal sehen. Ja. Mann, richtig schön gemacht hier. Sogar eine Bushaltestelle ist hier. So, jetzt haben wir gleich an der Uni vorbei. Die Uni ist hier übrigens nicht. Die haben sie weggelassen. Vielleicht gibt es bald die Mission, so von wegen, ja, Uni ist voller Asbest, also, oder ein bestimmtes Gebäude ist voller Asbest. Kann sein, ja. Vielleicht müssen wir das ja noch wegmachen. Ich würd's feiern. So. Ich glaube, das war bei uns an der Uni wirklich so, dass da irgendwie Asbest verbaut wurde und dann musste das ewig lang da wieder rausgefummelt werden. Oh, Errungenschaftsfortschritt. Erste Spritze. Achso, schon wieder. Oh, ich habe ihn aufs Dach geworfen, Entschuldigung. Och, Entschuldigung. Den war ich den Tag vermisst, glaube ich. Sorry. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ach, jetzt haben wir es gleich. Von wo bin ich jetzt gekommen? Bin ich jetzt am Villenviertel? Ich bin am Villenviertel vorbeigefahren. Da ist das Schloss, da ist diese alte Brücke. Okay. Alles also klar. Neuenheimer. Weiß ich nicht. Wieder eine rote Ampel. Nein! Liebe Leute, Unfälle sind nur die, wo man eine Strafe für bekommt. Die kleinen Rempler und sowas, das zählt ja nicht. Aha. Ist so. So, ich eile. Wir sind noch am Abschnitt Oberboden abtragen, okay? Okay. Der Waldweg. Der gute Waldweg. So. Gut, da ist er ja. Also ernsthaft, ich habe keine Ahnung, warum man das mit der Planierraupe macht. Wieso macht man das nicht mit einer Schaufel? Okay, ich komme jetzt mit dem Radlader hinterher. Was tun sie denn da? Oh, Junge. Und versuche schon mal das geschaufelte Zeug wegzubringen. Da gibt's nichts zum Wegtragen. Ja, aber das sagt der Job. Der Job verlangt das Schüttgutabtransport. Verlade das Schüttgut aus dem markierten Bereich und transportiere es zum Kieswerk. Wobei, ich glaube, zum Kieswerk transportieren heißt einfach das Zeug verkaufen oder so. Ich glaube, das muss er nicht wegtransportieren. Das Ding hier ist der Hammer. Das hat ein Ladevolumen, das ist jenseits von Gut und Böse. Oh ja. Und war ich das gerade kaputt? Ach, guck mal an! Das war's schon! Baustelle räumen. Ziehen wir uns zurück. Ich hab so langsam die Kettenfahrzeuge raus. Ja. Das Schild! Tut dir das nicht leid? Weit. Jetzt müssen wir abtransportieren, okay. Ja, jetzt ist mal alles besser zusammengefegt, wird es jetzt schneller gehen. Guck dir das an, die Schaufel ist größer als das ganze Ladeding da. Ladefläche. So. Gut. Hä, 0%? Moment mal, wir müssen Findlinge entfernen. Das kannst du mal machen. Findlinge sind Steine. Ja, ich weiß. Da vorne. Ja, vielleicht musst du die irgendwie anklicken oder so. Ach, da vorne! Ach, da ist das Schüttgut. Ah, so, verstehe.
Hier musst du die hinstellen, glaube ich. So habe ich es verstanden. Was hinstellen? Hier musst die. Ja, da muss es hin, da hast du recht, aber wo kommen die her, die Findlinge? Das ist die Frage. So. Du könntest mal eben bitte den Kipper holen. Boah, das tut der Schläge hier. Also dieses Ding hier, ich glaube, das kaufen wir uns. Das ist echt goldwertig. Ich finde das Ding richtig toll hier. Ja, fahr mal rückwärts rein. Jetzt bin ich gespannt. Läuft, oder? Ja, wo sind diese beklagten Findlinge? Da kommt er. Ich bin sehr versucht, die Seitenwände einfach abzulassen. Das geht nicht, das habe ich schon probiert. Das geht nur, wenn es leer ist. Echt? Mhm. Das ist langweilig. Es ist leider so. Ja, da bist rechts, da bist rechts. Das ist gut. Ausgezeichnet. Oh, jetzt ist er wieder voll, oder? Ist er schon überladen? Ja, ja. Okay. Dann drück mal F und verkauf das Zeug. Ah, leeren, sorry. Ja, leeren, genau, leeren. Ah, jetzt leer, okay. Ja. Das hat schon wieder Geld gebracht. Ja, das ist ein bisschen lame, oder? Dass man das einfach so verkaufen kann, da braucht man das überhaupt nicht wegfahren. Das ist nett. Nein, nicht alles ausleeren, du Elends! Oh, was machen sie denn da? Ich glaube, also, er ist ich mach da, erstmal einen Meter. Ja, ich merke schon. Was gibt's? Fischbrötchen. Fettbrötchen. Ey, ich kapiere das gerade nicht. So. Achso, jetzt. Ah, alles kaputt gemacht. So, jetzt haben wir's. So ist besser. So, Fettbrötchen, Kippe und Körnchen. Alles klar. Also Bauarbeiter. Frühstück. Ja, Logo. Wobei es ist schon 14 Uhr. Man muss ja, dann kommt erstmal noch ein Kasten Bier dazu. Keine man Vorurteile. Muss ja das, nein. Man muss ja aber das Klischee aufrechterhalten. Das haben die richtig toll gemacht, wie das da rein platscht alles. Jetzt. Dann fahren Sie doch! Ich will alles raus! Ich gehe kaputt. Ja, mal wegen der Findlinge. Wir müssen das ja so oder so machen irgendwie. Ja. Hab keine Ahnung, wie das geht. Wir können jetzt die letzte Schippe so ein bisschen abspeisen. Was heißt speisen? Naja, für dich als Challenge. Es bewegt hier. Nein! Das ist gutes Geld hier. Abspeisen. Ja. So, 84%. Ja, die Findlinge. Du könntest ja mal kurz ein bisschen rumspringen. Vielleicht siehst du ja irgendwo welche. Oder keine Ahnung, wie transportiert man den Findlinge? In der Hand. Nee, in der Hand. Guck dir die Dinge an. Also. Von den Hologrammen her sind die schon ein bisschen groß. Nein, die sind klein. Findling ist 3 Meter hoch. Aber wieso ist jetzt die beklagte Schaufel leer? Ich hab die ja, aus Massivstein. Dann. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt fehlen noch die Findlinge. Ah! Die werden gekennzeichnet jetzt. Jetzt sind sie gekennzeichnet in Rot. Ah, okay. Oh, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Vielleicht einfach mal anklicken. Ja, ich guck mal. Ah, ich kann die nicht aufrichten. Du kannst nicht. Nee. Wahrscheinlich mit dem Crane. Mit dem Crane? Mit dem Crane. Wie soll man da hin? Oh Gott, sag echt, sag bloß, wie soll man da jetzt... Die sind hier an der Kante, die sind nicht hier hinten, sondern die sind hier vorne an der Kante. Gut, wir machen mal eine Begehung. Ach, da ist doch, aufrichten. Ja, mach mal. Ja! Wie verfahren wir da jetzt im Kran? Also, das ist schon irgendwie... Aber eigentlich sind die doch klickbar, sonst wird das ja da nicht stehen. Na gut, dann holen wir den Kran, oder? Du hast gesagt, du bist ein Kraner. Ich bin Kraner, okay. Da vorne ist er doch. Mir wird jetzt keine andere Möglichkeit einfallen. Da kannst du es nämlich auf den Pritschenwagen laden und dann... Oder direkt einfach rüberschwenken. Ich weiß nicht, ob der so groß ist. Ja, doch, der ist echt... Das ist der Oberarm. Der Hammer. Der Oberarm.
Der Opa! Bitte einfach ignorieren. So. Gut. Ja, achso, doch, man kann die tatsächlich anheben. Die haben so Symbole. Wieso hast du jetzt das Ding aufgemacht? Oh, ich habe einen Fertigkeitspunkt, den ich vergeben kann. Hast du eigentlich auch eine. Kriegst du EP oder sowas hier, wenn du da bei mir mitspielst? Vermutlich. Okay. Wer ist der? Ach. Ah, der ist jetzt. Der ist jetzt so Bänder. Bändern drin. Nee, ich glaube, die kannst du einfach droppen. Haha, schön wär's. Ah doch. Vielleicht doch. Vielleicht hattest du auch einfach nur Glück gerade. Kann auch sein. Wieso einfach die beknackten Findlinge nicht erliegen lassen können? Die liegen doch gar nicht auf der Straße. Der Dr. Museumsdirektor. Ich wollte gerade sagen, also für die Archäologen extra eine Straße machen, das ist schon Luxus. Ja, das ist schon Luxus. Normalerweise geht man eher auf wirklich wilden Pfaden, bis man zur Ausgrabungsstätte da ist. Ja. Nee, das geht ja recht schnell. Du kannst schon mal nach dem nächsten Arbeitsschritt gucken, was wir da machen können. Müssen. Kieslieferung. Ah, okay, ja, dafür brauchst du den Kipper hier. Theoretisch, wenn man das ganz schnell machen will, dann kann man das Ding ja auch einfach jetzt befüllen, aber... Wir fahren so Kieswerk, oder? Willst du das machen? Ja. Kann ich machen, was so. Machst du dann? Muss ich gucken, was ist der nächste Schritt? Kiesverdichtung. Gut, Baustelle räumen. Wobei, wir haben keine Ahnung, wie viel Kies man da braucht. Vielleicht brauchen wir mehrere Ladungen. Das Kieswerk ist ja auch nicht weit weg. Ach komm, ich fahr schon mal. Okay. Oder? Oh! Das gab schon 100.000! Leicht verdientes Geld, ey. Ich sollte so ein Dings aufmachen. So eine Bauarbeitsfirma. Ich glaube, da wäre ich richtig gut. Und dann kann man da rüber abkürzen, weil das Kieswerk ist doch gleich hier, oder? Ja, guck mal, ob es da eine Abkürzung gibt hier. Durch den Wald. Okay. Autsch! Oh Gott. Mhm. Machst du jetzt ein bisschen Mudrunner, Snowrunner mit rein, ja? Ja, wo muss ich? Ach, darüber. Ich schau mir dann mal die Ruine an. Die Ruine? Das ist eine Ruine. Ja, die große Ruine. Die ganze große Ruine? Was? Ja. Nein, 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 nicht umkippen. Oh. Upsi! Was ist das denn hier? Ach, ein Baum. Oh, weiß ich auch nicht. So, jetzt haben wir es geschafft. Gut, wir fahren einfach zack geradeaus rüber. Wo ist das Kieswerk? Okay, hier. Erde, Kies, Sand. Oh! Autsch! Verdammt. Das will er nicht. Wieso habe ich mich jetzt hier schon wieder festgefahren? Was habe ich der Welt getan, dass sowas ständig mir passiert hier? War das eine rhetorische Frage? Nein! Das ist eine ernste Frage. Was habe ich der Welt getan, dass sowas passiert hier? Ah, da fahren wir rückwärts da rein. So, es ist schon 8.40 Uhr, eigenes Feierabend, oder? Ja. Definitiv. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie viel Kies wir bräuchten, ich kann mir sogar vorstellen, dass es eigentlich dass es nicht reicht. Für zwei brauchen vielleicht. Oh, 6.400 Euro. Für ein paar Steinchen. Der verliert ja die ganze Zeit! Mit dem Kipper ist es gut. Ich bin hier vorhin gerade eben mit der Planierraupe, mit den Ketten daher gefahren, mit 12 km/h. Ich war fast gestorben hier. Vor Langeweile. Rote Ampel ist egal. Wir fahren einfach links dran vorbei. Sliden da rein. Ich habe kaum was verloren. Sehr gut. Was ist denn der nächste? Achso, der nächste Arbeitsschritt. Achso, verdichten, oder? Kies verdichten? Ja. Ja. Da brauchen wir doch die beknackte Walze für. Ja. Ich habe ja sogar eine. Du hast sogar eine. Ja, ja. Die Frage ist nur, ich glaube nicht, dass man damit dahin fahren will, oder? Das dauert ja ewig. Da wäre, glaube ich, okay, wenn du einen Schnelltransport machst. Schnellreise. Mhm. Oder wir mieten auch gleichzeitig so einen LKW und so einen Tieflader und dann kannst du das da oben drauf verballern. Wäre das was? Ja, klar! Wir machen das. Ich miete oder kaufe jetzt so einen LKW und dann kannst du das da oben drauf machen. Wäre das was? Sag du es mir? Ja, wir machen das. Also ich habe keine Ahnung, ob das zusammenpasst, aber ich habe jetzt mal eine Zugmaschine und so einen Auflieger geholt. Und da müsstest du dann die Walze drauf fahren können irgendwie und dann kommst du mal damit einfach daher. So transportiert man nämlich wie ein Profi Baumaschinen. Ja. Ja. So, ich kieße so lang.
professionell. Ja. Klappt's? Das würde ich ja gerne sehen, was er da macht. Das ist doch viel zu wenig. Was? Hast du dich überschlagen? Nein. Oh, es fehlen noch 19% und ich muss den ganzen Weg nochmal fahren. Ich gehe kaputt, ey. Ich würde dazu gern gucken, was du da jetzt gerade machst. Ich komme mal kurz, okay? Oh, mit meinem LKW, ja klasse. Ach, guck mal an! Er hat 10 bekommen. Ja. Muss so. Ich bin nicht sicher, ob du damit wirklich ankommst. Hast du mal geguckt, ob du... Ich kann es nicht absichern. Vielleicht geht's aus der Kabine raus, aus dem Superschieder raus. Dass wir die Ladung sichern kann oder so. Abkoppeln, sichern, lösen. Ja, doch. Ah ja, guck an, jetzt sieht's gut aus. Willst du trucken? Ich? Darf ich? Ja, guck. Ja, gut, dann müsstest du noch eine Ladung Kies holen. Im Dings... Kieswerk. Jetzt bin ich Beifahrer! Okay, ich wusste nicht, wie es geht. Ja, gut, dann. Nein! Lass mich raus! Einer muss ja noch den Kies abholen. Nein. Halt mal kurz an, bitte. Nein. So, dann porte ich mich halt raus. So. Okay, ja. Ja, Entführung ist kein adäquates Mittel hier. Nochmals, ich sehe das anders. Das war nicht Entführung. Aha, warum? Freiheitsberaubung. Das war widerwilliges Passagieren. Ja. Du bist jetzt schon auf dem Weg. Ah ja, ich glaube, ich mache Begleitfahrzeug. Ich fahre hinterher. So, was ist das hier? 30er-Zone? Stoppschild? Ach komm. Oh, das ist nur eine Empfehlung. Da lag ein Schild am Boden. Das war von dir, glaube ich. Nein. Ja, sagen sie alle. Rotlichtverstoß. Aua. Das kostet ein Geld hier, das ist unfassbar. Oh, ich habe jetzt 334.000, da können wir uns echt was Geiles von leisten irgendwie. Mehrere Rotlichtverstöße. Noch 20 Stück oder so. So, jetzt guck mal, wie das der wahre Profi macht. Oh. Aha. Macht's der Profi also? Das war eine Penalty und dann knallt er erstmal gegen den Brückenfall. Ich habe mich erschreckt. Ich habe mich leider sehr erschreckt. Achtung, es ist rot! Oh. Toll! Okay, wir wollen Fury Road. Ich wollte nur gucken, dass ich kein Rot. Du hast mich da voll reingedrängt in die beknackte Ampel. Oh, das war eben. Fury Road ging ein bisschen anders, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, du leidest mehr, wenn du umkippst. Und außerdem bin ich schneller. Ey! Schön, dass du meine Maschinen in einen Haufen Schrott verwandelst. Immer doch gerne. Okay, lassen wir das. Streichen wir das aus dem Protokoll. Das ist ja peinlich, sowas. So, was sind wir jetzt hier? Was machst du jetzt mit dem kaputten Gespann? Viel Spaß. Erstmal Fahrzeugmodus. Versicherung anrufen. Ich habe noch nie so ein Drama erlebt. Oh, die ganzen Bremsspuren am Boden. Ah, okay. Gut, wunderbar. Das passt ja. Was sagt die Reparaturanzeige jetzt? Gar nichts. Nur fast ein Kratzer. Das war nichts, oder was? Nö, war nichts. War eine gute Schutzlackierung drauf, wahrscheinlich. Ja. Okay. Guter Massivstahl. Muss wohl. Oh man, ey. Ich dachte, ich habe hier mit Profis zu tun. Also, Entschuldigung, wie lange kennen wir uns? Ja. Ich wusste nicht, dass solche Gespanne so durch die Luft fliegen können. Will ich auch nicht. Andererseits, sie haben schon lange keine 80er Jahre Actionfilme mehr gesehen. Da geht das. Die explodieren doch gleich immer. Ja. Jetzt hätte ich wieder Lust auf welche. Zum Beispiel? Little Weapon, stirb langsam, na gut, bald ist Weihnachten. Ich bin so alt für diesen Scheiß. Genau. Au!
In GTA fliegen die Laternenmasten immer so schön weg, hier nicht. Mm. So, also ich muss ja nochmal Kies holen. Oh man. Weg! Ich hab Vorfahrt. Meine Güte. Jetzt hupt er mich an. Oh, Schmerz, das arme Ding, das hat es nicht verdient. Bist du gut unterwegs jetzt? Ja, ja. Ja, ja. Heißt wirklich am Arsch. Nö, weiß, ist das ein Ja? Weiß ja jeder. Okay. Aber wenn du schon Werner zitierst, kann ich auch ruhig mehr von den Bauarbeitern machen. Oh, ich zitiere keinen Werner. Kannst du das? Hast du Werner geschaut? Das war... Du kennst doch bitte Beinhart. Nee. Ich... Also, wahrscheinlich verdrängt. Was heißt hier? Ja, 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 heißt leck mich am Arsch. Ihr bleibt so lange hier, bis das fertig ist. Damit wirst du einige Zuschauer sehr glücklich machen, glaube ich. Ja, Meister. Gas, Wasser, Scheiße, hab ich gedacht. Los? Was? Bitte was? Gas, Wasser, Scheiße, röhrig. Gas, röhrig. Moment. Nein! Sanitäre Anlagen? Lassen Sie es einfach! Ach, Herr Hüppenbäcker. Ne, Herr Günzelsen, Herr Günzelsen. Entschuldigung, Herr Günzelsen war es, nicht Hüppenbäcker. Ich dachte, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Arbeit. Hüppenbäcker war ich mit 2 Meter 45. Und jetzt bin ich bei 3 Meter. Oh. Meine Scham kennt keinen Ausdruck. Ah, Beinhart ist einfach nur so gut. Wie oft habe ich euch schon gesagt, ihr sollt einen Helm tragen. Wenn er mir sonst so ein Stein runterfällt. Also eure Lüge, Matsch. Chef, was nu? Da oben. Boah, so ein Helm hilft echt. Ja, aber aus rein. Aber original, though. Freunde und Kenner kennen diese Szene. Der Kiesverlust ist sehr hoch hier. Ist da die Polizei unterwegs irgendwo? Vielleicht auf der Suche nach mir. Wieso nach dir? Gefühlt zerlege ich die halbe Innenstadt. Aber keine, solange es keine parkenden Autos sind, ist okay. Wie, du bist doch nicht da? Wieso bist du noch nicht da? Ja, weil es mich irgendwie durch die Innenstadt führt. Da gucken sie auf die Karte! Gott verdammt! Ja, nee. Na gut, ich bin gleich mit dem Kies auch da und dann kommst du vielleicht rechtzeitig zu verdichten. Aber das ist jetzt nicht so lang, das Fahrzeug, dass du nicht über die Ecken kommst. Oh, Scheiße. Oder so? Nö, nö. Okay. Ist gut. So, dann mach ich mal den restlichen Kies. Du brauchst noch nicht mehr drauffahren, das heißt dann eh wieder, wir müssen die Baustelle räumen. Jetzt. Alles muss raus. Sehr gnädig, das Spiel. Dafür, dass wir jetzt gerade mal 10% der Fläche gemacht haben, ist es schon wieder auf 100% voll. So, Baustelle räumen. Und du machst das jetzt platt, ja? Hast du die Walze schon abgeladen? Bin gerade dabei. Ah, ausgezeichnet. Okay, man darf nicht erst die Sicherung lösen und dann die Klappe runterbauen, sondern umgekehrt. Das ist sehr schön nach Arbeitssicherheit. Ist ja gut so. Das ist ja auch wichtig. So, Kies verdichten, verdichten Sie. Ich guck mal, was der nächste Schritt ist. Ach, das war's schon! Kies Verdichtung und dann ist der Weg fertig. Ja. Da kommt er mit seiner Walze. Ha? Los, fahren Sie! Ja, ich muss erstmal verdichten anschalten. Ach so, stimmt. Das habe ich am ersten Mal nicht gewusst, dass man das einschalten muss. Ich dachte, das wird doch schon schwer genug sein oder sowas. Und ich fahre da hin und her und nichts passiert. Naja. Ich fahre mit. 4%, ja gut, das wird eine Weile dauern. Warte mal, kann ich da oben mitlaufen? Ja. Interessante Funde haben sie gemacht im Kloster. Was kann das wohl sein? Keramik. Keramik. Dafür muss man erstmal den Weg so schön machen. Ja. Yeah. Diese Zugmaschine, die ist gut, oder? Mit Kran und sowas hat die sich gut gefahren. Soll ich die kaufen vielleicht? Könnte durchaus, sagst du. Okay. Ich setze mich mal eben rein. Ich will auch mal wissen, was das für ein Ding ist hier. Zugmaschine mit Kran. Oh, die Sonne geht auf. Oh, es ist eine Pracht. Liebe Leute, guckt euch diese Pracht an mit den Windrädern da im Hintergrund. Oh, wirklich schön. So, was haben wir jetzt als Möglichkeiten? Abkuppeln. Rampe ein- ausfahren. Ah ja. Hightech alles hier. Sichern, lösen. Fahrmodus. Ah ja, okay. Also das ist, glaube ich, ganz cool hier.
überlege wirklich, ob wir das kaufen sollen. Mit Kran. Kostet 125.000. 154.000. Den gönnen wir uns jetzt! Jawohl, ausgezeichnet. So, jetzt haben wir noch 170.000 übrig. Ich glaube, die sparen wir uns erstmal. Gibt ja auch gleich wieder Geld. Wie ich sehe, bist du noch fleißig. 93%. Wunderbar. Der Museumsdirektor wird sehr zufrieden sein. Professor Dr. Schmidt. Ja. Also die Bahn, die üben wir aber nochmal hier. Bahn fahren, ist ja alles schief und krumm hier. 99%. Los! Nächstes Mal kannst du es machen. Nee, lieber nicht. Ja? Okay. So. Jetzt. Spielerlevel aufgestiegen. Okay, wir müssen mal in die Baustelle räumen und mit den Kollegen sprechen wahrscheinlich. Und wir haben wieder Geld bekommen. Ausgezeichnet. Ich bin begeistert. 82.000 Credits. Da ist er. Okay, ich quatsch mit ihm. Ja! Unbedingt! Es ist offensichtlich, dass du kein blutiger Anfänger mehr bist. Seit wann darf er mich duzen? Unfassbar. Du bist genug, um mit schwerem Gerät sicher durch den Wald zu fahren. Auch das Forstamt wird den Weg künftig nutzen, um den Baumbestand besser pflegen zu können. Wenn die ersten Untersuchungen der Fundstücke abgeschlossen sind, wird mein Team vor Ort sein und die Ruinen noch gründlicher erforschen. Ich bin gespannt, was wir oben an der Klosterruine noch alles finden werden. Ich habe das Gefühl, ein gutes Werk getan zu haben, liebe Leute. Unfassbar. Sehr schön. Oh! Waldwegbefestigung, Auftrag abgeschlossen, ausgezeichnet. Boah, heroisch. Mir fehlt die Indiana Jones Musik. Ja, irgendwie schon. Stimmt. Ja, wunderbar. Gut, Auftrag abgeschlossen. Liebe Leute, würde ich sagen, das ist ein guter Moment, um aufzuhören. Schreibt uns in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, ob wir mehr machen sollen. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke, Tiberius, dass du dabei warst. Gerne. Dankeschön. Dieser Stream wurde Ihnen präsentiert von Nein! Erde. Nein! Nein! Erde. Nein.